Okay, dann folgendes. Nach dem E-Rip des Jahres fangen wir dann an mit einem neuen Projekt heute. The Query. Ich bin super gespannt. Flo hat es mir empfohlen. Er hat mir auch gar nichts dazu erzählt. Er meint, ich glaube, er hat gemeint, er hat da sogar zwei Runs drin gemacht. Ich bin der Meinung, Flo hat sogar zwei Runs gespielt. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von dem Spiel, worum es geht, was es macht, welche Mechanics es hat, was es beinhaltet. Ich gehe da completely blind rein. Ich weiß gar nichts davon. Und ich habe einfach richtig, richtig Bock drauf. Ich habe nur eine Sache vergessen, das ist Kategorie ändern. Das sollten wir vielleicht nochmal tun. The Query. Da. Hammer. Wir zocken das jetzt heute im Stream einfach mal so eine halbe Stunde an. Und gucken einfach mal, wie es ist. Und dann können wir immer noch entscheiden, ob wir das weiterspielen wollen oder nicht. Aber auf jeden Fall habe ich Hammerbock, nebenbei noch so ein kleines anderes Projekt zu pflegen. So, dann gucken wir mal. Neues Spiel. Schauen wir mal, was passiert, wa? Oh, wartet mal, ich mach mal den Dings noch mit aus. Den Chat. So. Ist es für euch jetzt wieder zu leise? Ne, ich denke, das geht. Ich denke, das ist okay. Nee, ist top. Sehr gut. Oh, das sieht schön aus. Wir sind auf jeden Fall im Wald. Und wir fahren Auto. Oh, ich mag den Look von dem Game jetzt schon, wenn das so bleibt. Laura, okay. Kein Signal. Wieso hast du ausgemacht? Ich denke, das weißt du. Nein, weiß ich nicht. Weil du dich verfahren hast? Wie erwartet. Nicht dein Ernst? Doch, das ist mein voller Ernst. Wir sind in geografischem Fluss. Du bist lost. Das ist diskutabel. Safety Tip 1, Quicktime Events. Zeit für diese Hinweise, die dich durch die verschiedenen Situationen und Wendungen leiten. Digga, was habe ich hier gestartet? Was du hier siehst, sind Quicktime-Events, okay, oder QTEs, ja, in die du in kritischen Momenten eingreifen kannst. Mhm. Pass auf, denn Hackett's Quarry kann gefährlich werden, wenn du nicht auf deine Umgebung achtest. Man spricht jetzt übrigens Quarry aus, okay. Aufmerksamkeit kann dramatisch enden. Du selbst entscheidest, welchen Weg du gehst, aber rechne immer mit Hindernissen und sei vorbereitet. Okay, also aufmerksam spielen. Was muss ich tun? Aber nichts, Schatz. Wenigstens habe ich nicht das Schlagloch erwischt. Was hätte ich drücken sollen? Vielleicht hat das Schlagloch ja uns erwischt, könnte doch sein. Wow, das ist ja olympiareifes Torpfostenversetz. Danke. Echt imponierend. Danke. Lass dich trotzdem verfahren. Weißt du, Max, es ist okay. Trotz allem bist du noch immer ein Mann. Du weißt, wenn Kolumbus nicht lost gewesen und an unserer Küste gestrandet wäre, gäbe es gar kein Amerika. True. Goodbye, Hot Dogs. Bis später, Apfeltorte.
Kolumbus war genau genommen nie in Nordamerika. Wie meinst du das? Dachte eigentlich, er wäre in Asien. Dein Ernst? Noch ein Kerl, der nicht zugeben konnte, dass er sich verfahren hat. Tja, ein Kerl, nach dem ein ganzer Tag benannt wurde. Mach daraus, was du willst. Oh mein Gott, okay. Bring uns einfach zum Camp, bevor mir vom Augenrollen schwindelig wird. Oh Gott, das ist eine krasse Debatte. Die könnte einfach 1:1 bei mir auch so existieren. Einfach so eine Kolumbus-Diskussion, da sehe ich mich. Flyer nehmen, Karte nehmen. Karte. Ah, voilà. Was ist das? Oh, das ist so Butterfly-Effekt-mäßig. Ja. Nein, im Ernst, wo ist die normale Karte? Das ist die normale Karte. Wie im Telefon. Keine Balken. Na klar. Oh mein Gott, ich glaube, okay, ich finde das cool. Sehen. Also, wir sind... Ich sehe auf der Karte kein Sommercamp. Hast du Schilder gefunden? Hey, Augen auf die Straße! Und nun stranden wir? Okay, da saß gerade irgendwer hinter uns im Auto. Okay, Pfeiltasten, in Ordnung. Die Quick Events und Pfeiltasten. Herausgefunden, die Quick Events und Pfeiltasten. Müssen wir gar nichts führen? Werden wir da einfach durchgeführt? Müssen wir nur so Quick Events und Entscheidungen treffen und gucken wir einfach einen interaktiven Film? Ist nichts kaputt. Guter Gott, was ist das gewesen? Ein Bär? Was? Nein, nein, Max, das war kein Bär. Was war's? Ich denke, eine Person. Du hast das dann ernst? Haben wir wen verletzt? Keine Ahnung, ich meine, es war richtig nah. Aber es sieht wirklich gut aus, das Spiel. Sieht wirklich gut aus. Keine Ahnung. Was siehst du? Die Karre ist total im Eimer. Manchmal sieht es schlimmer aus, als es ist. Ich sehe mir den Schaden an, bevor wir den Wagen wieder starten. Holst du mir das Werkzeug von hinten? Ja, okay. Okay, wir gehen das Werkzeug holen. Leuchtet sie jetzt einfach durch den Wald? Ich würde nicht durch den Wald leuchten. Beweg dich mit WASD. Okay, jetzt können wir doch. Okay. Nicht so wild. Ah, dann können wir interagieren. Okay, fine. Okay, wir konnten jetzt mit ihm reden. Können wir in die Richtung weiterlaufen? Nee, weiter können wir nicht, ne? Können wir an ihm vorbei, irgendwie nach hinten? Oder müssen wir das jetzt so machen, damit wir in den Kofferraum können? Ah, Tutorial freigeschaltet. Unterbrechen. Drücke Q zum Ansehen. Herumschnüffeln. Müssen wir ja tun. Wir brauchen ja das Werkzeug. Oh Gott, was hat sie gefunden? Rejected. Da wurde jemand abgelehnt. Die arme Sau. Mega die coole Spielmechanik, wenn das so bleibt, ist mal was anderes. Ja, voll, oder? Das war auch gerade mein erster Gedanke. Ich finde das auch danke mega. Ja. Kann ich was tun? Ja, könntest du hier einmal reinleuchten? Hier bitte. Perfekt, danke. Hoffentlich sind wir hier schnell wieder weg. Stell dir vor, es dir an einer großen Feuerstelle bequem zu machen und Lieder zu singen. Ich denke sicher nicht an eine große Feuerstelle. Wieso nicht? Ich mag kein offenes Feuer. Dann stell dir die schöne Wärme eines Herzens vor. Okay, wir werden beobachtet. Gruselig. Besser als hier. Also ich möge mitbekommen haben, dass das Ganze hier wohl auch einen Dings hat. Einen Horror-Vibe.
Na, wo ist sie denn jetzt? Hab nur ich sie gerade gesehen? Hat sie sie gerade nicht gesehen? Wo gehst du hin? Nur hier rüber. Halt. Warte eine Sekunde, okay? Bin fast fertig. Trotzig entgegenkommen, beeilen dich. Du bestimmst sie nicht, beeil dich. Oh nee, ich bin so ein trotziger Mensch. Ich glaube, ich würde das Ganze ein bisschen auf mich anpassen. Obwohl, er ist eigentlich nett zu uns. Aber ich habe Angst. Und mir geht's blöd in der Situation. Ja komm, wir sind trotzig. Da sehe ich mich. Ich will nur nicht, dass du allein weggehst. Sag mal. So war das nicht gemeint. Ja, das will ich hoffen. Schatz, ich muss mich wirklich konzentrieren okay. Hier. Hey, ja. Max ist frustriert. Oh, das klingt gar ich nicht denke, gut. Jemand ist da unten, okay? Was ist? Vielleicht ein Verletzter. Das klingt gar nicht gut. Er ist frustriert. Ich muss mir das ansehen. Gehen wir jetzt der Frau hinterher? Will ich der Frau hinterhergehen? Will ich das überhaupt? Was ist passiert? Digga, da war nix. Okay, es hat kurz gespeichert. Ah, sind wir jetzt einen Hang runtergerutscht? Beweg dich mit WASD. Der Narr, Tarotkarte gefunden. Der Narr, drücke Q zum Ansehen. Der Narr, ich frage mich, wer der Narr ist. Woran können wir Narren eigentlich erkennen? Unschuldig und Freiheit? Oder Leichtsinn und Risikofreude? Spontanität, ihre Unbekümmertheit bringt Konsequenzen mit sich. Denk und tu dir nicht weh. Okay, da gibt es voll viele von scheinbar. 22, okay, die können wir alle finden. Ja, dann gehen wir da lang weiter. Da ist irgendwas, was wir uns angucken können. Harums Garbum. Was ist das, ein Wahrsager? Hinweis entdeckt, Harums Garbum Plakat, ansehen. Prolog Wald, das ist ein Plakat für einen Wanderzirkus. Er scheint schon eine Weile hier zu sein und wurde scheinbar im Wald vergessen. Sind die Ränder etwa angesenkt? Freakshow, Geschichte der Huckets. Also da gibt es ein paar mehr, wa? Was ist das Fragezeichen? Kann mir keiner sagen. Geschichte der Huckets. Geschichte des Camps. Wir können verschiedene Hinweise finden. Hä, wie cool ist das denn? Das wirkt ja auch voll groß. Okay, Hammer. Aber dann kannst du ja hier auch überall einfach mal was verpassen. Das Krasse ist, ich kann halt auch wirklich die Kamera immer nur so minimal mitschwenken. Also ich habe nicht viel Spielraum. Ich mache mit der Maus mache ich halt gerade das Licht. Oh, eine Weggabelung. Lass uns da lang weitergehen. Ich glaube, dann gehen wir einmal im Kreis. Ja, ich kann tatsächlich nichts mit dem... Also ich kann nichts mit der Maus machen. Ich steuere damit das Licht. Sag mal. Ich bin nicht so einverstanden damit, wenn du hinter mir umherkriechst. Komme ich hier hinten auch noch irgendwie lang? Nee, ne? Ich muss jetzt da lang laufen. Oh, ist das ekelhaft. Habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich fange auch jetzt an, nur noch im Kreis zu laufen. Aber hier ist auch nichts mehr, oder? Das Ding ist, ich finde, man kommt so super schnell durcheinander mit den Wegen, die man gelaufen ist, sobald sich halt die Position ändert. Also die Kamera, die spielt halt super viel mit dir. Oh mein Gott, ich rieche Jumpscares. Ich rieche Jumpscares. Die stand doch da gerade nochmal, oder nicht? Ja. Ich rieche böse Jumpscares.
Oh mein Gott, muss das unangenehm sein. Junge, ich würde beim Rennen aber dreimal drüber nachdenken, ob ich genug Wechselklamotten dabei hätte. So wäre, also ich hätte mir... Oh mein Gott. Digga, da hätte ich jetzt mal eine neue Hose gebraucht. Okay, Ast. Was muss ich machen? Okay, ich kann mit WASD auch nach unten und oben drücken. Ich muss nicht die Pfeiltasten davon nehmen. Aber das ist so cool mit den Quicktime-Events. Max? 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 Hey, hey, was schreist du so? Was? Oh mein Gott. Er hat's auch gehört, I guess. Was zur Hölle war das? Auto. Schnell. Ich weiß nicht. Aber sie saß ja schon eben hinten mit drin, als sie da runtergefallen sind. Ich glaube, die kommen auch im Auto nicht von ihr weg. Lass uns verschwinden. Komm schon. Komm schon! Oh Gott, ich denke, du hast ihn gecheckt. Das habe ich und es lief alles. Hase, ich weiß, du bist nervös, aber komm wieder runter, okay? Ich bin nicht nervös, Max. Ich bin am Ausrasten. Ist bestimmt nur irgendein Tier gewesen. Nein, es war kein Tier. Du hast es nicht gesehen. Es war ein... Warte, sieht das gerade nur bei mir so aus oder ist das gerade verzögert? Ja, alles gut, siehst du? Häng uns einfach weg von hier. Du verarschst mich doch wohl gerade. Ich bin dran. Ja... Etwas verzögert, aber ist nicht schlimm. Ja, aber es muss am Spiel liegen, tatsächlich. Ah, jetzt geht's wieder. Ehrlich, wir sind okay. Oh mein Gott, wer ist er denn? Scheibe runter. Hi, Officer. Wie geht's Ihnen heute Abend? Ist Ihnen was passiert? Alles ist gut. Nur etwas durch den Wind. Die Frage ist, hilft er jetzt? Sagen Sie mir, was hier vorgefallen ist. Weg gewählt. Drücke Q zum Ansehen. Quicktime-Events unterbrechen. Was ist unterbrechen? Interrupts. Wir gucken das einfach mit. Ich will wissen, worum es hier geht. In dieser Nacht wirst du hin und wieder die Gelegenheit haben, das Geschehen durch dein Handeln selbst zu beeinflussen. Bedenke, dass du in diesen Fällen zwar eingreifen kannst, aber nicht zwingend musst. Okay. Manchmal ist es sogar besser, es zu lassen. Boah, dann musst du das auch noch abschätzen. Und Weg gewählt? Hackett's Quarry steckt voller Möglichkeiten, Geheimnisse und unentdeckter Wunder. Mit jedem einzelnen Schritt legst du deinen Weg fest und erlebst die Konsequenzen deiner Entscheidungen. Von Zeit zu Zeit siehst du, wie eine Situation hätte ausgehen können, wenn du in der Vergangenheit andere Entscheidungen getroffen hättest. Oh, ist das hart. Das aus... gibt es keinen falschen Weg. Das ganze Spiel ist so auf Butterfly-Effekt aufgebaut. Manche Wege sind gefährlicher als andere. Das ist so ein bisschen Life is Strange mäßig, so checkt ihr so dieses Life is Strange Ding vom Butterfly Effekt und so. Ich glaube, ich bin ein bisschen sehr hell, oder? Kann ich den ein bisschen wegdrehen? Aber nur so ein bisschen, nicht viel. Ist das jetzt wieder zu dunkel? Ist mir egal, finde ich chilliger. Die Lampe hat mich ganz schön geblendet. Okay, also wir befinden uns quasi in einer Spielmechanik, die funktioniert wie Life is Strange in meiner Perspektive ein bisschen cooler. Also ich mag die Aufmachung ein bisschen mehr tatsächlich, von der Art und Weise, wie man läuft und wie die Kamera funktioniert und so. Das ist sehr, sehr cool. Aber tatsächlich quasi das, was du machst, ist Life is Strange. Also du hast einen kompletten Butterfly-Effekt. Deine Entscheidung beeinflusst, wie das Spiel ausgeht. Das heißt, wir können wirklich mehrere Runs da drinnen spielen. Wenn wir Bock drauf haben und uns allen das Spiel so super gefällt, dann können wir mehrere Runs spielen, weil du halt immer ein anderes Ende hast. Das ist mega. Ja, finde ich super. Finde ich super. Ich glaube, ich finde das Spiel geil. Ehrlich, etwas ist was Auto gesprungen. Wir,
Irgendwas ist uns vors Auto gesprungen, also sind wir sofort ausgewichen und jetzt sind wir hier. Etwas ist gesprungen. Unehrlich. Ein Tier vermutlich. Ja, ja, es war irgendein Tier. Es war so fix und... Ja. Vermutlich war es... Aber der Typ ist verletzt. Weg gewählt. Okay, fein. Sir? Der Kopf wirkt unsicher. Mutter laufen lassen. Sir? Zieht er uns da jetzt raus? Ist der Kerl nicht der gruseligste Kopf? Ich weiß nicht, das ist mein erster Kopf. Was, jetzt echt? Ja, ich bin nicht kriminell. Oh ja. Boah, das ist ja mega. Heavy lieb. Und jetzt verraten Sie mir. Was zur Hölle? Sie zwei, allein hier draußen, um die Uhrzeit tun. Abweisend, nur eine Spritztour. Freundlich, wir fahren zum Camp. Hey, natürlich freundlich, wer ist wir Cop? Wir fahren zum Hackett's Quarry Summer Camp. Wir sind neue Betreuer. Eine Nacht zu früh. Nein, nein, wissen wir. Aber wir wollten eher da sein und uns umschauen. Also, wir haben vorher angerufen. Und ehrlich gesagt, Sir, jemand ist nicht sehr gut im Kartenlesen und wir haben uns total verfahren. Boah, der Typ ist so suspekt. Sie nicht bis nach Hackett's Quarry. Warum hat der Kratzspuren am Hals? Ja, frag ich mich auch. Harbinger Motel. Ist am nächsten dran. Dort können Sie schlafen heute Nacht, okay? Ich denke, wir halten uns an den Plan, Sir. Ich meine, Mr. Hackett weiß, dass wir kommen und wir haben angerufen. Nein, Ma'am, Sie fahren direkt zum Harbinger Motel. Haben Sie verstanden? Wieso nicht Hackett's Quarry? Wir fahren zum Motel. Hä, beharrlich bleiben, Digga. Bei allem Respekt, Sir. Wieso können wir nicht nach Hackett's Quarry? Weil ich Ihnen sage, Sie fahren zum Motel. Okay, ich verstehe nur nicht, wo das Problem... Ma'am, bitte verlassen Sie den Wagen. Oh. Was? Wieso? Officer, sie hat doch nichts getan. Okay, vielleicht hättest du nicht machen sollen. Hups. Bitte mal auszusteigen. Ich werde Ihnen eine Route auf der Karte zeigen. Der Kopf wird ungeduldig. Nicht gut. Der Kerl ist sus, ja, absolut. Der ist richtig sus. Okay. So, wir... sind ungefähr hier. Okay. Harbinger Motel ist hier. Gut, okay. Und wo war Hackett's Quarry nochmal? Er zeichnet uns das nicht ein, ich oder? Bin sicher, das Personal im Harbinger Motel zeigt es Ihnen. Der will unbedingt, dass wir da hinfahren. Ist das gruselig. Harbinger Motel. Nicht abbiegen. Schlaglöchern ausweichen. Sollen wir nicht eine gute Nacht. Ich müsste sehen, was da passiert, Maus. Du kannst gleich hier wieder hoch. Tut mir leid, mein Schatz. Ha, du bist eine Katze, ey. Ich meine aber, was ich gesagt habe, Bibi. Du hängst wie fest. Sitzt der Kerl noch da? Die Frage ist, fährt er uns jetzt hinterher? Genervt eine große Hilfe? Erleichtert der Kerl war unheimlich. Boah, ich fand den echt gruselig. Dieser Kerl war mir mega unheimlich. Der Typ müsste mindestens ein Dutzend Mal duschen. Oh mein Gott, ja. Was hat er hier? Ich glaube, es... war es Blut?
Netzi kennenzulernen. Oh mein Gott. Oh Mann. Aber gut, dass wir das beide so sehen. Okay, wieder ab auf die Straße. Ja. Ich denke, ich hatte genug Waldabenteuer für eine Nacht. Vielen Dank auch. Oh ja, wo ist das Motel? Okay, also wir sind hier und das Motel ist hier. Okay. Aber wir fahren nach da. Was ist da? Hackett's Quarry. Woher weißt du das? Der Kopf, ich habe ihn einfach eingelegt. Guter Trick. Sollen wir nicht wirklich einfach ins Motel? Könnte sein, dass er was weiß. Hase, hörst du wirklich lieber auf irgendeinen gruseligen Kopf, der uns mitten in einem gruseligen Wald sagt, fahrt in ein gruseliges Hotel? Ja, sie hat einen guten Punkt. Also, verschwinden wir. Das habe ich gehofft. Ma'am. Oh mein Gott, wenn er dieses Ma'am noch einmal gesagt hätte, hätte er sein Abzeichen gefressen. Ernsthaft, ich sehe doch nicht nach Ma'am aus. Erst in 20 Jahren bin ich eine Ma'am. Mhm. Was? Ah, 20 ist diskutabel. Freundchen. Ich stehe ein bisschen auf Ma'ams. Okay, es endet hier. Hackett's Quarry Summer Camp. Okay, wir sind da. Wir sind tatsächlich dahin gefahren. 0:26, 25. Juni. Laura. Das glaube ich nicht. Ist niemand hier. Und das nach der langen Fahrt hier. Max, können wir uns einfach umsehen, bevor wir aufgeben? Hast du eigentlich geredet mit Mr. Hackett oder auf die Box gesprochen? Was macht das schon aus? Das hier macht es aus. Hallo? Er hört wohl nicht seine Voicemail. Woher sollte ich das wissen? Ich meine, eindeutig ist jemand hier. Ja, oder nur eine verlassene Karre und wir verschwenden unsere Zeit. Wieso sollte sie verlassen sein? Ich bin am Auto. Max, komm schon. Warte, existiert das Camp nicht? Boah, das wäre wild. Imagine, das Camp existiert nicht. Okay, wir sind jetzt an dem Punkt, an dem wir uns steuern können. Aber ich würde sagen, das reicht tatsächlich erstmal zum Anspielen für heute. Kann ich speichern? Kann ich? Wenn ich jetzt zurück zum Hauptmenü gehe, speichert der das? Ich hoffe. Warte mal, habe ich eine Speichermechanik? Wege, über dem Gesetz. Hinweise, warum, bla bla bla. Okay, Beweismaterial. Laura, finde einen anderen Weg in die Lodge. Das ist das, was wir jetzt machen müssen. Okay, wir haben keine Möglichkeit zu speichern. Ich denke mal, es gibt dann halt quasi so Quick-Save-Sachen. Leon, vielen lieben Dank für dein Prime-Abo. Sehr, sehr süß. Vielen lieben Dank. Aber dann haben wir auch für heute hiermit. Dann spielen wir das auf jeden Fall die Tage aber weiter. Da hatte ich richtig, richtig Bock drauf. So. Mega. Ja doch, da habe ich Lust drauf. Das können wir sehr, sehr gerne tun. Das können wir sehr, sehr gerne machen. Ich fand's cool.